Wenn man als Medizinjournalistin arbeitet, dann beschäftigt man sich ja den ganzen Tag mit nichts anderem als Gesundheit und Medizin. Und dann liest man Studien, sucht auch gezielt natürlich nach neuen Geschichten und liest im Netz viel. Und dann stelle ich die natürlich aber auch auf den Prüfstand, weil kann ja jeder behaupten, dass das funktioniert. Und alles, was wirklich super war, wo ich dachte, das könnte wirklich vielen Menschen helfen, habe ich dann mal mündlich weitergegeben, aber eben auch gesammelt. Und daraus ist das kalendersche Sammelsurium an Gesundheitstipps entstanden. Eine Wäscheklammer hat wirklich jeder zu Hause. Und wir haben ja den Tipp der Wäscheklammer-Akupressur drin. Das ist ja der Vorgänger der Akupunktur. Und es gibt eben Punkte am Ohr. Wenn man da Druck ausübt, dann bewirkt das gegen verschiedene Arten von Schmerzen eben wirklich ganz Fantastisches. Und das liebe ich so daran. Eine einfache Wäscheklammer hat jeder im Haushalt. Und damit, wenn man die an die bestimmten Punkte, die auch im Buch eingezeichnet sind, eben setzt und da ein paar Mal am Tag eine Minute drauf sitzen lässt, dann kann man tatsächlich die Schmerzen dadurch wegbekommen. Okay, ich sehe jetzt ein bisschen wahnsinnig aus vielleicht. Man sollte es nicht im Café machen. Aber andererseits ist es auch egal, was die anderen denken. Hauptsache die Kopfschmerzen sind weg, oder? Was eben auch wirklich super ist, ist ja Ingwer, Zitrone, Gurke und Wasser. Leitungswasser. Leitungswasser ist ja im Übrigen ayurvedisches Wasser. Warum? Kann man im Buch lesen. Und wenn man das zusammenmischt, dann hat das eine wahnsinnige Wirkung auf den Körper. Auch im Hinblick auf Gewichtsreduktion, aber auch generell, weil diese Nährstoffzusammensetzung einfach ein Wahnsinn ist.